In der diesjährigen Dschungelshow dreht sich alles um den Sieg. Denn nur der Gewinner bzw. die Gewinnerin darf nächstes Jahr am richtigen Dschungelcamp in Australien teilnehmen. Außerdem winkt ein Preisgeld von 50.000 Euro. Nach dem Halbfinale steht nun fest, welche vier Promis es ins Finale der Dschungelshow geschafft haben. Wieder mussten sich die Stars in Dschungelprüfungen beweisen und konnten dann von den Zuschauern gewählt werden. Am meisten Fanstimmen erhielten am Ende Prinz Charming-Gewinner Lars Töns Feuerborn, Love Island-Star Mike Heiter, Ex-Bachelorette-Kandidat Philipp Pavlovic und Skandalsternchen Jamila Rowe. Das Finale der Dschungelshow findet am 29. Januar statt. Und dann steht endlich fest, welcher Promi das goldene Ticket für das Dschungelcamp 2022 gewinnt.